Recht herzlich willkommen zur 131. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal irgendwo gebaut und zwar war das, wo war das? Hier war das die Wasserverbindung mit dem warmen Heizungsrohren haben wir das gemacht, ne? Hier rüber war das und ja, kann man gerade reingucken, dann sehen wir das. Genau, hier waren wir zuletzt. So, damit haben wir eine Verbindung nach da hinten geschaffen bis dorthin, da könnt ihr die Industrie dann bauen. Dann ist hier das Stromnetz bald angeschlossen. Und hier, das ist doch autark hier, oder sehe ich jetzt nur das nicht, dass es irgendwo angeschlossen ist? Verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Was haben wir denn hier? Müllverbrennungsanlagen, die brauchen keinen Strom, die machen selber Strom, oder wie sehe ich das? Gut, kann natürlich sein, ne? Ja. Oh, hier gibt es einen Stau mit Eisenbahn. Interessant. Ah, jetzt fährt er hier weg. Aber der fährt da nicht weg, weil da Stau ist. Und die Linie geht aber durch. Stau aus der Karte sogar raus. Na, da kann ich wohl nichts. Nee, das ist Einfahrende. Ah, die kommen alle rein, die liefern an. Wir sind ein Importland, oder wie sehe ich das? Warum fahren die da nicht vorbei? Okay, da fährt jetzt einer rein, der fährt durch. Der möchte hier weg wahrscheinlich, ne? Das ist es. Und das klappt gerade nicht. Ja, schlechtes Management der Bahn, ne? Aber es ist ja bekannt. Da können wir jetzt aber, glaube ich, auch nicht ganz viel machen, oder? Da hat keine Passagiere drauf. Hier geht nichts mehr. Fahren tun sie ja ab und zu nochmal, ne? Hier staut sich's auch bis dahin. Geht hier weiter. Kommen hier gerade so viele Leute rein in die Stadt, oder was? 405 Passagiere letzte Woche bedient. Eigenartig. Ja, jetzt ist hier aber wieder weniger. Der fährt da lang. Oder ist das nur zum Anfang des Spiels immer etwas schwierig? Das könnte natürlich auch sein. Jetzt ist hier der Stau weg. Aber hier tut sich nichts. Doch, der ist auch weggefahren jetzt. Ich glaube, dass es nur zum Beginn des Spiels ist, dass das so schlecht ist. Weil dann gerade alle reinkommen, ne? Gut, okay. Oh, wir sind hier und hier sehen wir, sind hier irgendwelche Leute ganz unzufrieden, beziehungsweise haben das schon verlassen. Nachbarschaftsladen. Ich glaube, so haben wir das letztens angeguckt immer, ne? Da müssen wir mal gerade ein bisschen aufräumen. Ja, das liegt ein bisschen daran, dass wir keine Arbeiter hier haben. Da habe ich das Falsche gerade erwischt, aber naja, passiert schon mal, ne? Okay, da wird es auch nicht gut aussehen. Ah, vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, ne? Okay, hier sind jetzt die Arbeiter nicht passend. Müssten wir mal reinschauen, was die so sagen. Ungebildete Arbeiter. Eigentlich müssten hier alle ungebildet sein, die hier hinten sind, ne? Die Fläche müsste dann noch wachsen. Wir haben ja keine Schulen, also sind das auch ungebildete Arbeiter, die hier sind, wenn. Na, oder? Ja, guck da, ungebildet sind reichlich da vorhanden.
Die Hochhäuser sind aber hier irgendwie nicht am Sprießen, ne? Die haben wir doch hier auch hingesetzt, oder? Hier unten zum Beispiel, in unterster Reihe, passiert nichts. Doch, da ist eins. Ne, da müssen wir klicken, dann geht das weg. So, da sind aber auch sechs Gebildete da, ne? Okay. Aber warum wollen die hier nicht bauen? Das ist jetzt die Frage, ne? Wasser ist vorhanden und Strom machen sie sich selber. Funktioniert eigentlich. So, Müllabfuhr kommt woanders weg. Ist aber auch ganz grün, weil wir sind ja ziemlich nahe da dran, ne? Feuerwehr? Nee, ärztliches System ist das. Sollten wir jetzt mal gerade machen. Können wir hier irgendwo reinbauen, ne? Da. Wenn ich da reingehe, dann habe ich da oben rechts was nicht. Ja, das sind halt diese Sackstraßen, ne? Aber ich mach's mal hier eins hin. Oder da. Machen wir da hin und dann machen wir hier noch einen hin. Alle sind nicht erreichbar. Machen. Gut. Friedhof sollten wir vielleicht hier auch hin machen. Oh, das passt hier super hin, oder? Deckt da hinten aber nicht ganz ab. Dann da und deckt alles ab. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Eine Sauna. Die haben wir noch gar nirgendwo gebaut. Fürs Gesundheitsbefinden, ne? Warte, die machen wir dann hier hin. Aber diese Straße will sowieso nicht irgendwie benutzt werden. Da ist ein anderer Bug drin. Kann nicht sein, dass ich hier habe und da wird es nicht grün, oder? Beziehungsweise, da geht es nicht um die Sauna in der Hinsicht. Dann machen wir die hier mal einfach hin, dann ist das abgedeckt. Gut, das reicht uns da erstmal. Feuertechnisch sind wir hier unterversorgt, ist klar, aber ich würde hier gerne eine große Station reinbauen. Zack, und dann ist alles abgedeckt. Polizei. Da gibt es eine Kriminalitätsrate. Machen wir auch eine große rein. Direkt neben der Feuerwehr, dann ist das auch alles abgedeckt. Was haben wir hier? Ein Gefängnis. Ja. Haben wir, glaube ich, überhaupt noch nicht ein Gefängnis, ne, oder? Ist auch relativ neu. Ja. Fluchtwege sind hier natürlich super auf dem Gefängnis. Ja, warte mal, wir machen das hier mit hin. Ne, da ist doof. Lass uns das Gefängnis da einbauen. Genau. Dann haben wir eins. Da gibt es gar kein Feld irgendwie so. Und die Kriminalitätsrate ist auch gering, also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Jetzt müssen wir das nur anschließen an Strom, ne? Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Gucken wir mal, ob wir das Windrad daneben noch hinkriegen. Oh ja, geht. Zack, und schon ist es verbunden. Und Wasser brauchen sie auch noch. Das war ja bis hierhin. Und das haben wir jetzt bis dahin. So, dann sind die glücklich und zufrieden. Gut, Schule. Eine Grundschule. Sollten wir reinbauen. Machen wir da hin, oder? So. Passt. Da noch eine hin.
Passt. Und dann hier noch irgendwo eine hin. Da müssten wir was abreißen. Da geht's gut. Machen wir so hin. Fertig. Eine Roseschule würde das ganze Viertel erreichen. Obwohl ja ungebildete Arbeiter gebraucht werden, ne? Aber machen wir jetzt nicht. So, jetzt die Frage, wo ist da? Sind das alle Unis hier oder was? Sieht so aus, ne, oder? Ja, das ist das. Da fehlt hier dann auch eine. Komm, bauen wir da hin und fertig. Haben wir das auch. So, Buslinie. Wo war der Busbahnhof? Da ist der. Das heißt, wir starten da mit einer Linie, ne? Fahren wir da los? Wo fahren wir lang? Gute Frage, ne? Können von da oben reinfahren. Starten hier. Dort. Lass uns ruhig da eine machen, obwohl da gerade nichts ist. Die haben gerade keinen Strom, wie man sieht, ne? Da lang. Dort lang. Da lang. Dort lang. Dann da lang. Nee, da lang. Hier lang. Da lang. Dort lang. Da. Hier unterwegs noch ein bisschen angehalten. Und die Linie schließen. Fertig. So, Strom fehlt. Das ist nicht gut, wenn Strom fehlt. Da müssen wir was machen. Hier geht nirgends sowas hin, aber hier hinter wird noch was gehen, ne? Das geht nicht mehr. Da geht was. Da geht sogar so. Ne, damit das abgerissen. Das wollen wir ja nicht. Das funktioniert nicht. Ja. Da geht so eins hin, dann wird das Gebäude abgerissen. Machen wir nicht, lassen wir so. Funktioniert erstmal, oder? Hier können wir dann auf der anderen Seite auch noch sowas machen. So. Da. Das soll erstmal reichen, denke ich mal. Strom ist genug da. Bus hatten wir. Was haben wir noch? Straßenbahndepot. Ah, eine Straßenbahn, die haben wir noch gar nicht in der Planung gehabt, ne? Das ist ja neu mit dem letzten Update gekommen. Tunnel brauchen wir nicht. Zug können wir ja auch nicht. Oder haben wir schon hier, aber. Und Taxis. Taxidepot und da sind Taxistand. Okay. Das würde ich aber sagen, packen wir in die nächste Folge, den öffentlichen Verkehr weiterzumachen. Das müsste man jetzt nicht machen. Dann können wir hier gerade noch ein paar Dingens abreißen, damit die neu gebaut werden. Das funktioniert gerade so nicht. Diese Häuser alle weg.
Ja. Teilweise wird sie auch selber abgerissen, dann brauchen wir da nicht einschreiten, aber manchmal geht es dann schneller. Gut, okay, dann würde ich sagen, soll es aber auch für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.